Der Kreis Unna stellt den öffentlichen Personennahverkehr neu auf. Dabei haben wir ein ehrgeiziges Ziel. Wir wollen besser, aber nicht teurer werden. Deshalb haben wir uns angesehen, welche Wege die Menschen in der Region so machen. Egal mit welchem Verkehrsmittel und egal aus welchem Grund. Die meisten wollen schnell ans Ziel. Das geht mit dem Zug am besten. Freie Bahn, wenige Stopps. Daran haben wir uns orientiert und es zum Prinzip gemacht, dem X-Prinzip. X steht dabei für Express. Denn da, wo keine Bahnverbindung zur Verfügung steht und trotzdem viele Wege zu machen sind, können Expressbusse schnell mit wenigen Stopps zentrale Verkehrsknotenpunkte verbinden. Und das mindestens einmal in der Stunde auf 9 Linien. Wo viele den gleichen Weg haben, wird der Takt auf eine halbe Stunde ausgeweitet. So bilden Bahn und Busse das schnelle Netz zwischen Städten und Gemeinden und auch in die Region, etwa nach Dortmund oder Hamm. Diese zentralen X-Bus- und Bahnlinien werden durch ein Zubringersystem ergänzt, das auch mit Bussen bedient wird. Wir nennen es das Y-Prinzip, weil sich die Linien aus mehreren Richtungen an zentralen Stellen treffen. Daneben können, wie bisher, lokale Linien zum Einsatz kommen. Immer da, wo große Umwege oder wenige Fahrgäste mit dem X- oder Y-Prinzip nicht wirtschaftlich erreicht werden können. Dazu kommen Radstationen an zentralen Punkten und ein wachsendes Radwegenetz für die Kombination der klimafreundlichen Verkehrsmittel Bus, Bahn und Rad. Aktuell laufen die Abstimmungen zu den neuen Wege- und Fahrplänen mit den Städten und Gemeinden. Die neuen Routen starten dann im Mai 2026. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.